Yay, Party, Party! Mein Kanal ist genau 3 Jahre alt geworden, und zwar gestern schon am 28. März. Aber das Video kommt erst heute, weil ich so geplant habe, weil meine Videos halt alle 2 Tage nur kommen. Und am Montag war schon ein Video, deswegen heute. Aber das macht nichts. Und außerdem haben wir natürlich noch zu feiern, dass ich über 1000 Abonnenten erreicht und überschritten habe. Dank Jessie und dank euch allen da draußen. Das freut mich so unheimlich. Dankeschön. Und deswegen wird natürlich heute mal wieder was verlost. Auf jeden Fall startet es heute und endet am 5. April die Verlosung um Mitternacht. Bis dahin könnt ihr noch mitmachen. Und zwar könnt ihr einfach mitmachen, indem ihr in die Kommentare einfach einen Kommentar hinterlasst. Und mir schreibt, welches der Bücher ihr haben wollt. Ihr könnt euch natürlich für mehrere entscheiden, bewerben, aber am Ende kriegt ihr natürlich nur eins davon, falls es dazu kommen sollte, dass ich euren Namen doppelt ziehe, was ich nicht glaube. Aber es kann passieren, deswegen kriegt ihr natürlich immer nur das erste. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich am 5. April bzw. dann danach ein Video dazu machen soll oder machen werde, je nachdem, ob ich Zeit oder Lust habe. Wenn nicht, dann schreibe ich euch einfach in den Kommentaren an und sage euch, dass ihr gewonnen habt, und dann müsst ihr mir halt eine E-Mail schicken mit eurer Adresse, damit die Sachen auf den Weg zu euch gehen. Auf jeden Fall müsst ihr einen Kommentar schreiben, in dem ihr halt sagt, was ihr haben wollt, für was ihr euch bewerbt, und schreibt mir bitte noch, falls ihr es noch wisst, ungefähr wie lange ihr mich schon verfolgt und wie ihr mich gefunden habt. Das würde mich unheimlich interessieren. Vielleicht könnt ihr auch mir gerne noch Video-Ideen hinterlassen oder Sachen sagen, die euch am meisten interessieren, worüber ich vielleicht noch mehr Videos machen sollte, könnte. Die Bedingungen sind die üblichen. Ihr müsst natürlich über 18 sein, außer ihr habt eine Einverständniserklärung eurer Eltern bzw. eurer Erziehungsberechtigten, dass es okay für diejenigen ist, dass ihr halt eure Adresse an mich weitergebt. Ansonsten verschicke ich nur innerhalb von Deutschland. Falls ihr aus Schweiz und Österreich kommt, könnt ihr gerne Bescheid sagen, dann können wir vielleicht mit den Versandkosten noch ein bisschen was klären. Also falls ihr bereit seid, vielleicht einen Teil davon zu übernehmen, das wäre schon cool. Ansonsten könnte das schwierig werden. Und die restlichen Randbedingungen stehen in der Infobox. Also natürlich solltet ihr Abonnent meines Kanals sein und nicht komplett fremd hier sein. Es soll ja auch ein Dankeschön an meine 1000 Abonnenten sein. Und ja, fangen wir direkt an, euch zu zeigen, worum es diesmal geht. Ich habe wieder versucht, so ein bisschen kleine Auswahl zu treffen. Es ist jetzt nicht alle Genres abgedeckt, die ich so gerne lese und die es hier zu sehen gibt, aber doch schon mehrere. Zum einen gibt es hier von Kemper Donovan Wir beide vielleicht. Und das fand ich damals so ein bisschen verwirrend. Das war ganz anders, als ich es mir ausgemalt habe, als der Klappentext es mir persönlich suggeriert hat. Aber es gibt natürlich trotzdem Leute, die sowas gefällt, auch wenn es mir jetzt nicht unbedingt sehr gefallen hat. Deswegen würde ich das auch gerne weitergeben an Leute, die es vielleicht besser finden. Wie gesagt, diese Bücher habe ich alle vom Verlag bekommen. Ich habe sie alle einmal gelesen. Und ansonsten sehen sie eigentlich noch gut aus. Es geht hier um Richard und um Elizabeth. Und die beiden kriegen eines Tages ein Angebot, dass sie, wenn sie ein Jahr lang durchhalten, jede Woche einmal sich zu treffen, für eine Stunde, glaube ich, die beiden quasi ein Date zu haben, sie am Ende des Jahres jeder, glaube ich, eine halbe Million Euro oder eine halbe Million Dollar, ja, eine halbe Million Dollar bekommen. Und die brauchen beide Geld, also gehen sie darauf ein. Allerdings wissen sie nicht, wer das eingefädelt hat und was dahinter steckt. Und was überhaupt am Ende rauskommt, müsst ihr selber in diesem Buch lesen. Dann das nächste Buch. Sieht schon ein bisschen ründlicher gelesen aus, wie ihr seht. Ist jetzt nicht ganz so neu. Ist auch keine Leserin drin, aber es sieht schon ein bisschen, ja, gelesen aus einmal. Aber ganz vorsichtig, ansonsten ist halt nichts dran. Und zwar geht es hier um Battle Island von Peter Freund. Das fand ich leider auch nicht so gut. Es hat auf jeden Fall nicht das getroffen, was ich davon erwartet habe und was ich haben wollte. Es war auch sehr verwirrend. Wie gesagt, guckt in die Rezension rein, wenn ihr mehr Informationen wollt. Aber ich denke, dass das anderen besser gefallen könnte, vor allem Leuten, die halt sowas auch gerne im Fernsehen gucken, sowas in der Art, wie es hier beschrieben wird. Oder ich ja nicht so gerne Fernsehen gucke, vor allem auch nicht Reality-TV und nicht solche Sendungen. War das vielleicht auch nichts für mich, aber für andere könnte es durchaus was sein. Und zwar geht es hier um Luisa, und die macht bei einer Castingshow mit und
Ja, schafft es dann auch in die Sendung, und zwar heißt die Battle Island. Es kommen halt so ein paar Teenager auf eine Insel und müssen da 1 Million Euro suchen und kriegen halt so Hinweise, je nachdem. Jeden Tag gibt es eine Challenge, und dann, wenn man die Challenge gewinnt, kriegt man einen Hinweis auf die 1 Million Euro, und so versuchen halt alle, sich auszustechen und die Million zu gewinnen. Allerdings wird das alles immer ein bisschen ernster und ein bisschen brenzliger und ein bisschen gefährlicher, und dann kommt es am Ende zum Eklat und ich glaube, Leute sterben auch. Von daher, ja, klang für mich sehr interessant, aber sehr spannend. War für mich jetzt ein bisschen mehr verwirrend und teilweise ein bisschen langweilig. Aber ich hoffe, es gibt trotzdem Leute da draußen, die mehr Spaß damit haben. Deswegen möchte ich das hier weitergeben. Und der große Hauptgewinn quasi in diesem Video ist nicht nur ein Buch, sondern es sind ganze 3 Bücher aus einer Reihe. Und zwar ist es Band 1, Band 2 und Band 3 von der Make It Count-Reihe. Zum einen ist das Gefühlsgewitter von Ellie Taylor. Dann Gefühlsbeben von Carrie Price. Und der dritte Band ist Dreisam von Ellie Taylor. So sehen die nebeneinander aus. Echt hübsch. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass die beiden hier so ein bisschen gummiert sind. Der dritte Band nicht mehr. Ich weiß nicht, was der Verlag sich dabei gedacht hat. Es ist aber sehr normal glatt. Das sieht man auch, wenn man nah davor steht. Hier ist auch die Schrift so ein bisschen hochgehoben quasi. Hier nicht. Ärgert mich auch ein bisschen, obwohl ich die Bücher nicht mal mag und nicht mal behalten will und die jetzt verlose. Aber okay, die ersten beiden Bücher habe ich auch gelesen sehen, aber trotzdem quasi ungelesen aus, ganz neu. Den dritten Band habe ich nicht gelesen, den habe ich ungefragt zugeschickt bekommen, wollte ihn aber nicht mehr lesen, weil die ersten beiden für mich schon Flops waren. Deswegen habe ich das auch gar nicht gemacht. Wollte es eigentlich direkt weitergeben, habe aber irgendwie niemanden gefunden, der es wirklich haben wollte. Deswegen liegt jetzt immer noch ein Jahr hier. Das ungelesene Buch, die beiden ja noch länger. Deswegen dachte ich mir, ja, jetzt wird es Zeit, die mal loszuwerden an Leute, die sie hoffentlich besser gefallen. Ihr wisst ja, ich habe so mein Struggle mit New Adult Büchern und mir gefallen da nicht alle, aber viele der, die mir nicht gefallen, gefallen halt ganz anderen Leuten super gut. Deswegen verlose ich diese 3 Bücher, denn ich glaube, es gibt da draußen Leute, die diese Reihe super gut gefällt, auch wenn sie mir nicht gefällt. Es sind halt New Adult Bücher, Liebe, Sex. Das Übliche, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Ansonsten sind die Bücher wie immer in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr da mal nachgucken. Falls jetzt einer haben möchte, aber jetzt schon Band 1 hat oder irgendeinen anderen Band oder 2 von den 3 Bänden, könnt ihr euch trotzdem bewerben. Schreibt nur dazu, dass ihr den und den Band schon habt und deswegen den nicht haben wollt. Dann schicke ich euch halt nur 1 oder 2 Bände zu. Es soll jetzt daran nicht hapern. Deswegen könnt ihr euch halt trotzdem bewerben. Aber ich wäre halt sehr froh, wenn ich die alle 3 auch loswerden würde und loswerden könnte. Es könnt, wenn ihr eins davon schon habt, könnt ihr euch ja trotzdem für alle 3 bewerben. Dann könnt ihr ja, ihr habt ja den Vorteil, dass ihr das nicht als Restexemplar bekommen habt, dann könnt ihr die ja weiterverkaufen oder verschenken oder vertauschen. Was ich ja nicht darf. Ich darf sie nur für verschenken. Und das tue ich jetzt hiermit auch. Deswegen nur kleiner Tipp an euch. Und das ist quasi der Hauptgewinn für Leute, die sich für sowas interessieren. Und ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch wünscht und wo ihr mich kennt und wie lange ihr mich kennt. Und dann seid ihr im Topf dabei, solange ihr natürlich Abonnent meines Kanals seid. Und dann am 5. April, beziehungsweise am 6. April, werden wir dann sehen, wer hier gewonnen hat und wer das bekommt. Solange können wir ja feiern, juhu. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.